She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Was geht, Freunde? Damit herzlich willkommen zur Bundesliga-Preview des viertletzten Spieltags, also des 31. Spieltags. Ich bin mega heiß, ich habe Bock, ich freue mich. Warum auch immer, ich habe irgendwie wieder Bock auf das Wochenende. Letztes Wochenende war so ein bisschen, habe mich nicht so ganz danach gefühlt, aber dieses Wochenende habe ich wieder richtig Laune. Stehen auch echt interessante Matchups an, die durchaus das ein oder andere coole Spiel hergeben sollten. Aber da gehen wir gleich rein, bevor das Ganze losgeht. Lasst wie immer ein Like auf dem Video da, würde mich sehr freuen. Und wir starten mit meinem Team. Ich werde aller Voraussicht nach so reingehen. Ich versuche noch krampfhaft, ich sehe gerade, ich habe den mir beibekommen. I like it. Den packe ich für Rizzo Doan rein. Und hoffe, dass der mir den ein oder anderen Punkt bringen kann. Ich hoffe, er spielt überhaupt. Ich habe jetzt, glaube ich, 2,1 Millionen overpaid für ein Gamble. Das ist eine reine Spekulation, aber ich hoffe einfach, dass er am Freitagabendspiel mit einsehbarer Aufstellung spielt. Ansonsten packe ich Ritz Doan rein, aber ich wollte noch unbedingt einen anderen Spieler haben, damit ich eben Ritz Doan bestmöglich nicht gegen Leipzig aufstellen muss. Ja, dann gehe ich wahrscheinlich so rein und das sollte sich eigentlich dann ganz cool aufstellen. Ich habe also eigentlich ein paar ganz coole Matchups dabei. Zweimal Dortmund am Sonntag im Einzelspiel ist mir auch ganz wichtig. Ich versuche mein Team jetzt mittlerweile einfach nur noch danach aufzustellen, wo ich das größtmögliche Enjoyment letzten Endes aus dem Spieltag gewinne. Und das tue ich, wenn ich viele Spiele habe, die ich im Einzelspiel gucken kann. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf die beiden Dortmund. Dann werde ich auch einen Julian Riasson für den Sonntag riskieren. Ansonsten habe ich coole Matchups. Gregoritsch ist ein bisschen schwierig. Alles andere sollte eigentlich hoffentlich ein ganz gutes Punktepotenzial haben. Und dann gehen wir auch schon rüber in die Matchups. Switchen natürlich dafür wie immer auf Liga Insider. Schauen uns das gemeinsam an. Und beginnen wie immer mit dem Freitagabendspiel. Wir haben Leverkusen gegen den ersten FC Köln. Und Köln mittlerweile echt ein bisschen schwierig. Ich finde, gegen die kann man mittlerweile gut aufstellen und selber nicht mehr so geil aufstellen. Abgesehen von diesem einen Free-Spiel gegen Hoffenheim, weiß ich nicht. Ein bisschen komisch. Es ist natürlich noch interessant. Ich meine, saisontechnisch wird es bei den Kölnern nicht mehr um allzu viel gehen. Bei Leverkusen geht es um eine Menge. Und da kommen wir auch schon zum Punkt. Ich glaube, Leverkusen an diesem Wochenende ist ein super, super geiles Matchup. Das liegt einfach daran, ab der nächsten Woche wird es wieder Europa League-Rotation geben. Die geht es an diesem Wochenende nicht. Deswegen kann man die richtig cool aufstellen und man kann die Aufstellung einsehen. Deswegen Leverkusen auch. Hört euch gerne den Podcast an. Kam gestern online. Ein sehr, sehr gutes Matchup. Für mich nur das drittbeste an diesem Spieltag. Aber darum soll es nicht gehen. Und ich denke, Leverkusen wird das einigermaßen ohne Probleme gewinnen. Ich habe am Ende 3:1 für die Werkself getippt. Ich glaube, die werden da nichts groß anbrennen lassen. Ich erwarte dann nichts anderes als einen Leverkusen-Sieg am Ende und tippe deswegen auf ein 3:1. Und da muss man sich keine großen Gedanken machen als Leverkusen-Besitzer. Die Art und Weise, die sie spielen, kann für Köln super gefährlich sein, wenn sich da Räume aufmachen. Und es ist wie immer dasselbe, wenn du Diaby, Fürz und Frimpong ein bisschen Räume gibst. Und es ist ganz, ganz eklig, das zu verteidigen. Und deswegen für mich Leverkusen 3:1 Heimsieg am Freitagabend. Somit gehen wir hier rein. Wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt, wenn ihr gestern das Video geguckt habt, ich habe einen neuen Laptop, beziehungsweise meinen Uni-Laptop muss ich jetzt benutzen. Da ist die Codierung direkt überlastet. Es tut mir leid. Ich versuche es bestmöglich darzustellen. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen ansehbar. Wir gehen weiter zu Mainz gegen Schalke. Schalke letzte Woche mit einem toll erkämpften Sieg daheim gegen Bremen. Jetzt kommt eine der besten Systemmannschaften der Liga. Was Pressing angeht und so weiter, ist Mainz wirklich unfassbar. Also es wird ganz, 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 ganz eklig für Schalke hier was groß mitzunehmen. Man wird mit Kampfwas erreichen können. Ich glaube, wenn du gegen Mainz gut kämpfst und dich da reinwirfst, dann ist das möglich. Paradebeispiel dafür als Gegenbeispiel. Das Spiel gegen Gladbach in Mainz, wo Mainz 4:0 gewonnen hat, irgendwie so. Da war kein Kampf da. Blutleerer Auftritt der Gladbacher. Wenn Schalke sich hier richtig reinwirft, dann kann ich mir vorstellen, dass sie mitspielen können. Da ich aber relativ viel von Mainz halte, erwarte ich auch hier eigentlich nichts anderes als einen Heimsieg. Könnte super eng werden. Ich glaube nicht, dass beide Mannschaften hier großartig viele Tore machen werden. Ich habe mich für einen ganz, ganz banalen 1:0 Heimsieg für die Mainzer entschieden. Ich glaube nicht, dass hier viele Tore fallen. Wie gesagt, dafür sind beide dann doch zu sehr auf die Defensive orientiert. Schalke ist, wie gesagt, die kämpferisch bessere Mannschaft, aber ich erwarte einfach von den Mainzern ein bisschen mehr spielerisch, auch wenn die spielerisch natürlich nicht die Sterne vom Himmel spielen. Deswegen 1:0 Heimsieg. Denke, dass die Mainzer sich hier knapp durchsetzen werden. Dann kommen wir zum ersten Konferenzspiel und das Spiel, das am Dienstagabend mit 5:1 für RB Leipzig entschieden wurde und das ist das Heimspiel von RB bzw. von Freiburg gegen Leipzig und
Ja, das sah schon ziemlich kritisch aus auf der Freiburger Seite. Sie hatten wirklich nichts entgegenzustellen. Man muss natürlich auch im Umkehrschluss Props an die Leipziger geben, die es brutal gespielt haben. Das war für mich ein ähnlich guter Auftritt wie das Spiel gegen Dortmund von vor ein paar Wochen. Ebenfalls im DFB-Pokal. Da machst du einfach nichts. Das war ein super Spiel der Leipziger. Die waren super effizient, haben sich die Dinge brutal rausgespielt. Sobald die mal ein bisschen Raum hatten, hatten sie es perfekt ausgespielt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das Spiel ähnlich ablaufen wird. Ich glaube, das wird wesentlich ausgeglichener sein. Freiburg wird auch alles daran setzen, hier nicht frühzeitig ein Tor zu kassieren. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass das Spiel hier sehr, sehr lange zu null stehen wird. Ich finde es schwierig. Es fällt mir schwer, darüber nachzudenken, dass Leipzig hier nicht gewinnen wird, wenn man den Pokalauftritt gesehen hat. Deswegen gehe ich einfach mit einem ganz klassisch knappen 2:1 Auswärtssieg für RB. Glaube einfach, wie gesagt, RB geht hier als ganz, ganz klarer Favorit rein. Die waren einfach viel griffiger. Das Offensivspiel ist genau das, was Freiburg brutal wehtun kann. Und deswegen 2:1 Auswärtssieg für RB Leipzig. Wir können direkt weitergehen zu Hoffenheim gegen Frankfurt. Eigentlich ein Spiel, was beiden Mannschaften ganz gut liegt, was den Gegner angeht. Also ich glaube, man kann hier eigentlich von beiden Mannschaften erwarten, dass auf jeden Fall was drin ist. Ich tue mir halt super schwer bei den Hoffenheimern. Ich glaube, Vogt fällt aus. Genau, Vogt fällt auch gegen Frankfurt aus. Jetzt fällt auch noch Kevin Vogt. Jetzt fällt auch noch Kalle Žabek aus, was auch schwierig ist. Wobei Angel Niesko qualitativ vielleicht sogar die bessere Wingback-Zange ist, aber einfach von der Symmetrie, von der Art und Weise, wie das Gleichgewicht aufgeteilt wurde, was Flankenläufe und so weiter angeht, glaube ich, wird das Ganze jetzt wieder ziemlich linkslastig sein, dass Sko eher einrückt und Angelino das Spiel aufbaut. Das birgt für mich die Gefahr, dass Frankfurt einfach da super schnell gut umschalten kann, Räume erkennen kann und asymmetrische Aufbauspiele der Gegner meiner Ansicht nach gut ausspielen kann. Und deswegen sehe ich hier den Vorteil bei Frankfurt, einfach aufgrund des Kadejabik- und Vogt-Ausfalls. Dürfte aber auch super knapp werden. Ich habe mich auch hier für einen 2:1 Auswärtssieg entschieden. Denke, wie gesagt, dass Frankfurt das gewinnen wird, wenn auch knapp. Sollten aber die bessere Mannschaft sein. Und Hoffenheim, weiß ich nicht. Sehe ich jetzt nicht wirklich was. Die werden weiter im Abstiegskampf drinnen bleiben. Und ja, deswegen knapp mit 1:2 den Frankfurtern unterlegen sein. Wird sehr interessant. Ich habe das Pokalspiel noch nicht gesehen. Ich nehme das Ganze hier am Mittwochabend auf. Also ihr werdet schon wissen, ob Kolumani gespielt hat und so weiter. Sollte Kolumani nicht spielen, sieht das Ganze natürlich nochmal ganz anders aus. Moani ist da für mich schon ein wichtiger Faktor, weswegen ich zur Eintracht tendiere. Ohne Moani wird das Ganze, wie gesagt, nochmal wesentlich schwerer werden. Trotzdem, one to watch ist Dina Ebimbe. Das liegt daran, dass Hoffenheim wahnsinnig Probleme hat. Erstens habe ich eben gesagt, schlau Räume erkennen und schnell umschalten, ist Dina Ebimbe super drin und physisch starke Box-to-Box-Spieler. Immer ein Riesenproblem für die TSG. Deswegen Dina Ebimbe für mich der Once-to-Watch an dieser Stelle. Kommen wir zu Gladbach gegen Bochum. Und ey, wenn du das Spiel vor der Saison jemandem gesagt hast, Aufsteiger, nicht Aufsteiger, aber Abstiegsaspirant, sagen wir es so, gegen Borussia Mönchengladbach Heimspiel, boah, dann hätten die gesagt, all in, geht drauf. Ja, das Ding ist ganz anders mittlerweile. Gladbach ist die Mannschaft in der Bundesliga, die meiner An- oder vom Bauchgefühl her mit am wenigsten Energie spielt. Und das merkst du immer so krass. Also ich finde, das ist einfach nicht Bundesliga-tauglich, was den Einsatz angeht, was Gladbach aktuell spielt. Deswegen hat Bochum hier mehr als eine Chance mitzuspielen. Benze ist ungewiss, ob er wirklich in die Startelf auch zurückkehrt. Du hast den Gedanken, dass Alassane Plea, der spielt wirklich komplett scheiße. Also Tekus Thuram fehlt da wirklich brutal. Immerhin ist es mittlerweile so, dass Kramer aus der Startelf draußen ist. Wenn er da jetzt wieder anfängt, Kramer reinzuwerfen, dann kannst du auch komplett deine Gladbacher verkaufen. Ja, also jetzt haben wir Gladbach sehr negativ geredet. Man muss natürlich sagen, Bochum wird hier mehr kämpfen, mehr Gas geben und immer wenn du gegen Gladbach kämpfst, hast du eine reelle Chance. Trotzdem sind sie qualitativ unterlegen. Es wird für mich trotzdem wesentlich ausgeglichener, als vielleicht auf dem Papier aussieht. Und deswegen auch hier das dritte 2:1 in Folge. Ich habe mich für einen 2:1 Heimsieg für die Gladbacher entschieden. Ich glaube trotzdem, dass sie dann durch das Heimspiel nochmal den kleinen Edge haben werden. Aber mich würde es auch ehrlich nicht wundern, wenn das Ding 1:1 oder 2:2 ausgeht. Da bin ich euch auch ganz ehrlich. Nächstes Spiel haken wir genauso schnell ab, wie ich es eingeführt habe. Augsburg Union. Definition vom 0:0 Spiel habe ich auch im Hinspiel, glaube ich, auch getippt gehabt. Das war dann, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, das war sogar 0:0. Katastrophe. Beide Mannschaften können überhaupt nichts mit dem Ball anfangen. Beide Mannschaften stehen aber defensiv sehr stabil. Noch dazu Augsburg zu Hause. 0:0 Spiel. Hinspiel ist, glaube ich, 2:2 ausgegangen. Stimmt, das war komplett crazy. Ja, aber in dem Spiel erwarte ich das nicht. Es ist in Augsburg. Ich erwarte hier ein mürbes Spiel, eklig anzugucken. Deswegen 0:0, ganz, ganz trist. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Once to watch könnt ihr euch einen aussuchen. Irgendjemand aus der Abwehrkette. Bei Gladbach war es Lars Stindl für die Einzelaktion. Möchte noch nachreichen. Ja, ich bin mit Döki gegangen, aber da könnt ihr jeden nehmen von beiden Mannschaften. Tendenz natürlich Union, den ihr da
reinwerfen könnt. Hertha Stuttgart, sehr interessantes Spiel, brutal interessant. Beide Mannschaften steckten wirklich bis zum Hals im Abstiegskampf. Sollte Hertha das Ding verlieren, sind sie eigentlich runter. Kann ich gerade gar nicht genau sagen, wie viel der Abstand ist zum Relegationsplatz, aber wenn sie das, die müssen, ist ein Must-Win für die Hertha. Jedes Spiel ist eigentlich ein Must-Win. Pal Dardai hat ja groß angetönt, dass natürlich 9 Punkte aus den letzten 3 Spielen fallen werden, sicher. Ich sehe es nicht so. Stuttgart ist für mich wesentlich besser unterwegs. Die haben mittlerweile einen richtig guten Ansatz gefunden. Noch dazu hast du mit Serhou Guirassy endlich jemanden, der deine Dinge auch verwertet. Und das wird für mich in dem Spiel wieder elementar wichtig sein. Wenn wir uns das Ganze auf der Herthaner Seite angucken, die Abwehr ist einfach nur ein Rümpelhaufen. Das sieht wirklich furchtbar aus. Ich sehe nichts anderes. Stuttgart wird das Ding gewinnen. Ich habe mich für ein, was haben wir aufgeschrieben? Nochmal 2-1. Jesus, Alter. Ich bin hier Mr. 2-1 an dem Wochenende. 2-1. Auswärtssieg für den VfB Stuttgart. Ich sehe hier no chance auf der Herthaner Seite. Wirklich no chance. Ich wüsste nicht, wo ich da Ansätze finden soll. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Kontertor über Luke Bakio oder einen Gangkamm geben wird, weil die einfach Pace und Dynamik mitbringen. Aber mehr kann ich euch ehrlich nicht sagen. Deswegen, für mich No-Brainer. Stuttgart-Sieg. One-to-one habe ich Guirassy, habe ich eben schon kurz gelobt. Muss für mich hier mit rein. Super Stürmer, macht es unfassbar. Wenn ihr die Zeit habt, guckt euch mal die Spiele von ihm an, wie intelligent er sich bewegt, wie er kurz kommt, wann er in den Strafraum geht, die Laufwege. Ey, Grüße an Jakob. Da ist mir fast einer abgegangen, was der teilweise für Laufwege drin hat. Das ist, ich will nicht übertreiben, aber das europäische Niveau, was Laufwege angeht. Das ist wirklich Wahnsinn. So, kommen wir zum Samstagabendspiel. Bremen gegen Bayern. Klar, wir könnten die Vorzeichen nicht sein. Wobei, Bremen ist immer noch gut in Form, Bayern ist halt katastrophal in Form, aber Hinspiel war 6-1 und ja, ich würde auf Krampf jetzt anfangen zu sagen, ja, aber man kann sich's ja vorstellen, weil die Bayern sind am Crumblen. Nee, Bayern wird unter Druck spielen, das können sie aber, dafür haben sie den Kader. Ich sehe nichts anderes als einen ganz, ganz klaren Bayern-Sieg. Die Frage ist nur, wie hoch und wie viele Tore Bremen machen kann, das finde ich auch nochmal interessant. Ich habe mich letzten Endes für einen 4-1-Auswärtssieg für den FC Bayern entschieden. Sehe hier einfach nichts anderes. Allein mit späten Wechseln, die du noch rein, nicht 5-1, 4-1, mit späten Wechseln, die du noch reinwerfen kannst. Man macht jetzt Jokes über Sadio Mané, aber es ist immer noch Sadio Mané und so. Das wird zu hart sein für die Bremer. Deswegen 4-1 Auswärtssieg für Bayern, brauche ich nicht groß zu erzählen. Once to watch, Rein Gravenberg. Sehr interessanter Spieler, hat mir letzte Woche nach Einwechslung brutal gefallen. Hat auch, glaube ich, fast noch 100 Rohpunkte gemacht, also auch Kickbase-mäßig könnte das ein sehr cooler Spieler für das Wochenende sein. Letztes Spiel dann eben schon kurz angeteasert, Dortmund gegen Wolfsburg. Wolfsburg letzte Woche sehr gut gegen Mainz, zumindest in den ersten, sagen wir mal, 30 Minuten. Danach war es eher so ein, ja, lass mal auf uns zukommen. Für mich ist das Problem bei Wolfsburg, dass sie zwar systemisch sehr gut spielen, aber wenig Gefahr ausstrahlen, auch wenn das mit Wind und Wimmer vorne drin sehr gut harmoniert, ist das für mich nicht, dass du die ganze Zeit Angst hast, dass sie Tore machen. Die spielen halt die Situation ganz gut aus, das wird auch gegen Dortmund interessant und effektiv sein. Trotzdem sehe ich einfach nichts anderes als Dortmunder Qualität, die sich auch letzten Endes durchsetzen wird, auch wenn man letzte Woche wirklich kein gutes Spiel hatte gegen Bochum. Dortmund wird das gewinnen. Für mich ist dann nur die Frage, macht Wolfsburg ein Tor oder nicht? Ich habe mich jetzt ohne Tor, also für einen 2-0-Bonus, 2-0-Sieg für die Dortmunder entschieden und tippe hier auf einen 2-0-Heimsieg für den BVB in der Signal Iduna Arena. Genau, im Signal Iduna Park. Und sie komplettieren meine Tipps für das Wochenende. Once to watch natürlich noch Donny Malen in dem Spiel. Sehe ich sehr interessant an. Glaube, der könnte wieder ein cooles Spiel machen. Und deswegen ist Big Donny mein Once to watch. Das war's mit der Preview. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann morgen zur Spieltagsvorschau. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man.